Und freut mich, dass du wieder reinschaust hier zur Let's Play Folge Nummer 5 von Biomutant. Und wir sind noch auf Mission hier für den Mekton ausreichend Wrackkisten zu finden, beziehungsweise Wrackteile, die sich da drin befinden. Weil wir natürlich auch dann irgendwann mal gegen den Weltenfresser antreten wollen. Und da hat uns ja Gizmo schon gesagt in den letzten Folgen, dass wir auf jeden Fall schauen müssen, dass wir uns dafür ordentlich ausrüsten. Jetzt sehen wir, hier haben wir noch einen Wegpunkt, den können wir nochmal anwinkeln. Dann haben wir den auch markiert. Beziehungsweise haben wir wahrscheinlich schon, okay. Genau, und wir müssen jetzt einmal hier runter, weil hier befindet sich wohl noch eine Kiste. Und hier hinten müssen wir dann quasi, wenn wir den Mekton mal aufgepimpt haben, gegen den Jumbo-Knoll kämpfen. Ich weiß nicht, wir können das vielleicht auch schon vorher versuchen, aber ich will halt auf jeden Fall den Mekton einmal komplett aufgerüstet haben, damit wir da wirklich auch gute Chancen haben. Aber jetzt müssen wir mal gucken. Wir hatten das letzte Mal unseren Mac hier hinten abgestellt. Wir sind nämlich hier über das Dorf reingekommen, soweit ich das noch weiß. Und jo. Oh, hier spawnen ein paar Gegner. Sollen wir die mitnehmen? Ah, nehmen wir mit, hä? Bam, bam, die Blauen sind unsere Gegner. Hey! Zack! Ich nehme die deshalb jetzt mit, weil wir natürlich dadurch ein paar Erfahrungspunkte auch bekommen. Wollt uns der eigene Buddy schlagen? Vor allem, die sind Level 13, ne? Wir sind Level 9, Mann. Schnellschneider! Yes, Schnellschneider. Emel und Klinker. Tüdelü. Ja, mit der Fernkampfwaffe machen wir halt einfach nicht so viel Damage. Wir müssen halt auch mal gucken, dass wir auf jeden Fall mal irgendwie ein paar gute Waffen herstellen können. Das haben wir leider noch nicht drauf. Nehmen wir hier noch den einen mit. Bam, bam, bam. Kavum. Das war's. Das war's mit dem. Kiste. Die haben wir das letzte Mal gar nicht gesehen. Radioaktives Modul. Ja, cool. Radioaktivität. Ja, perfekt. Super, dass wir hier vorbeigegangen sind nochmal. So was können wir immer gebrauchen. Oh, was haben wir nochmal hier? Was waren die Sachen noch? Das war nur so ein Schrein, ne? Aber da kriegen wir Psi-Punkte. Blinzle im Morgenlicht. Da ist unser Mac. Einmal einsteigen. Ah, dieser Treibstoffgeruch. Jo, dann gucken wir mal. Laufen wir einmal zu der nächsten Wrackkiste. Wo ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob das... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, das war knapp. Ob wir tatsächlich jedes Mal angezeigt bekommen, wo sich die nächste Kiste befindet. Ich dachte, wir müssen es einfach so irgendwie auf der Map erkunden. Aber wenn das nicht so ist und wir das tatsächlich angezeigt bekommen auf der Karte, in Form von so einer Nebenquest, dann wäre das ja umso geiler. Wollen wir uns ja gar nicht so viel Gedanken machen. Okay. Hier können wir nicht halten. Da außen rum, oder? Außen rum und dann da hoch. Nee, das geht nicht. Wir müssen einfach so da hoch. Okay. Okay, wir waren ja schon mal hier oben. Ups. Allerdings haben wir da nicht uns wahrscheinlich in diese Ecke bewegt, da hinten, wo jetzt die nächste Kiste sein soll. Wir hätten das auch mit Schnellreise machen können. Weil wir waren ja hier. Da waren wir ja in der letzten Folge. Aber wir sind hier, genau, wir sind hier hinten nicht weitergegangen. Ah, und da wird das wahrscheinlich... Da wird das wahrscheinlich sein. Okay. Na gut. Gucken wir mal. Ich denke, wir sind hier richtig.
weiß gar nicht, können wir... Ah ne, wir können... Doch, wir können unsere... Ziege können wir... Ey! Die Ziege! Jetzt sind wir ein bisschen schneller. Oh, Trophy bekommen. Rodeo. Nice. Kriegen wir wahrscheinlich einfach dafür, wenn wir die Ziege, beziehungsweise einmal unser Reitgefährt einmal hier... Ziegelhütten wie diese waren ein Symbol für das Wachstum der alten Welt. Ja, wait. Wow. Der hat gesessen. Alter. Ja, greif. Greif das Fass. Jawohl. Oh. Greif das Fass. Nein. Kommt mal her. Put. Es ist nichts mehr übrig. Oh fuck, von unserer Psi-Power. Wow! Nein, wir müssen uns heilen! Alter, heil dich! Rexy! Das war höchste Eisenbahn. Fuck. Haben wir noch aufs Fass gezielt? Leider nicht mehr getroffen. Guter Treffer. Fass. Jawohl. Wow. Yes, we did it. Sneaker. Hey, das Sneaker. Wird kein Ausflug, sondern ein Härtetest. Ich glaube auch. Okay, hier können wir irgendwie rein, aber... Noch nicht wohnen. Hier hat irgendwas geknurrt. In der Ecke. Oh, Mann. Wow. An der Hälfte des Lebens. Wir sind an der Hälfte des Lebens. Wir hängen aber noch an der Dafür Hälfte. Dafür mangelt es dir an Ki-Energie. Hoppala. Ja. Mach ihn platt. Ausweichen. Oh. Wir müssen auf jeden Fall nachher mal schauen, dass wir irgendwie uns von unserer Rüstung her mal verbessern. Wir haben da glaube ich so ein paar Sachen, ein paar Klamotten. Stufe 10. Alter, das wird inzwischen schon echt eng. Wir haben nicht mehr so viel, was wir hier benutzen können, um
uns zu heilen einfach auch, ne? In Outfits. Stellen. Rumpf. Ledermaterial. Okay, hier haben wir zumindest eine höhere Rüstung, auch wenn es weniger KI-Energie gibt. Aber das nehmen wir einfach mal. Beim Roboter können wir nichts machen. Ausrüsten. Wir können sonst nichts ausrüsten. Wir haben nichts. Okay. Lass mal hier bei der Aura gucken. Wir haben Verbesserungspunkte bekommen. Vielleicht sollten wir die nochmal irgendwie einsetzen. Ziehkräfte. Macht jetzt keinen Sinn, was anderes da auszustatten. Das passt erstmal. Kung Fu, Nahkampf. Unbewaffnet. Ne, unbewaffnet nicht. Einhandhieb. Können wir mal nehmen. Mal gucken. Viereck, Viereck, Dreieck. Müssen wir dann halt nur uns merken. Talent. Glückspilz. Deine Beutechance wird um 10% erhöht. Reittierwahnsinn. Biologische Reittiere haben um 5% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Nehmen wir. Können wir gebrauchen. Kommen wir schneller von A nach B. Mhm. Panzerung. Zusatzteile für Kleidung, Ausrüstung erhalten. Rüstungserhöhung von 25%. Waffe deines Roboters fügt 100% mehr Schaden zu. Nice. Nehmen wir. Nehmen wir. Auch wenn wir jetzt hier nicht mit dem Roboter unterwegs sind. Beziehungsweise. Ne? Meint doch bestimmt unseren Mac, oder? Weil der Roboter ist ja unsere. Also wir haben ja die Grille auch. Als Roboter. Robotnik. Okay. Hier ist der Eingang. Alle sind einsame Tiere, die ihr Leben lang versuchen, weniger einsam zu sein. Der Muskeldrücker da drüben macht dich stärker. Schnapp dir die Stange und trainiere deine Muckis. Trainiere deine Muckis. Das hast du geschafft. Jetzt fühlst du dich aufgepumpt. Ziegelhütte 7b. Überragende Beute. Ach guck mal, hier ist ein Mekton-Ruktal. Ruktal. Nagelplatte. Bull, ungewöhnlich. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Und ein bisschen Heilung, oder? Okay. Oh, das ist selten. Das ist selten. Mensch, das ist aber sehr. Ah, hier. Wunderbar. Schön, die Mekton-Kiste. Schrottgestell. Raketen. Schenkelkurven. Okay, passt. Perfekt. Perfetto. Gib es nicht. Hier gibt es nichts zu sehen. Hier ist noch eine Kiste. Hast du übersehen, echt? Holzkiefer. Ah, das ist cool. Cool, dass wir das jetzt nochmal hier gemacht haben. Dass wir das mitgenommen haben. Hier nochmal kurz schauen. Tüdelü und Tüdelü. Da ist nichts. Haben wir alles? Überragende Beute. Aber warte mal, hier ist noch. Da ist noch irgendwo was. Eins von zwei. Dann lass noch mal schauen. Lass mal hier. Man übersieht es so schnell. Und hier geht's noch mal hoch. Yay! Yeah. Okay. Okay, okay. Und jetzt? Ah, hier oben. Ich würde schon sagen, das kann ja nicht umsonst gewesen sein. Fang lieber an, bevor der Tag vorbei ist. Was macht denn der jetzt für einen Stress? Oh, 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 eine rote leuchtende Kiste. Da ist bestimmt der Shit des Grauens drin. Großes Energiepaket. Ein Eimerhelm.
Er würde uns aber in der Rüstung nicht verbessern. Uralte Hüllstange, legendär. Können wir auch noch nicht ausrüsten. Schade. Aber das nehmen wir natürlich mit. Und noch ein Gesundheitspaket. Ja, perfekt. Bereich erfolgreich abgeschlossen. Mir juckt schon wieder die Nase. Das gibt's doch gar nicht. Okay. Okay, okay. Sneaker! Sneaker! Alter, warum kommt die nicht? Ich hab gedacht, die kommt von da hinten. Die Sneaker. Okay. Hey, Sneaker, ich habe extra Erfahrungspunkte ausgegeben. Kreatur behalten und streicheln. Jawohl. Damit du ein bisschen schneller bist. Aber irgendwie bist du immer noch ein bisschen langsam. So das Gefühl. Hier noch? Hier wartet wieder ein Kampf. Aber wir haben auch keine Kumpels irgendwie in der Nähe. Kein Ki mehr. Wow. Kein Ki mehr. Sneaker, helf mir! Ja, wobei, die sind ja... Die vernaschen wir zum Frühstück. Ausgenockt! Trophäe! Jawohl! Next Trophy! Perfekt! Ja, immer cool, wenn wir ein paar Trophäen bekommen. Wie gesagt, wenn du doch einen Zahn zulegen, Platin-Guide dazu suchst, zu den einzelnen Trophäen vielleicht noch ein bisschen was wissen willst, auch hier und da, dann habe ich auf dem Kanal auch einen Platin-Guide für dich. Da kannst du sehen, wie du ganz easy alle Trophäen erhalten kannst, also alle wichtigen vor allem. Manche, die wirst du ja sehen, wirst du im Verlauf vom Spiel ganz automatisch freispielen. Gerade so ein paar Story-relevante Sachen oder jetzt, wenn du halt mal so eine Zniege rufst, also so ein Reittier, das kriegst du ja dann ganz automatisch. Aber es gibt halt auch so ein paar Sachen, die wir im Rahmen von Sammelobjekten und so vielleicht brauchen und dann, ja, kannst du da ja einfach mal reinschauen. Wie gesagt, aber das ist die extra Playlist dann dafür. Hier sind wir ja wirklich im Let's Play und wollen einfach auch ein bisschen das Game genießen. Und es kommt natürlich auch immer so ein bisschen rüber, wenn man so Guides macht, ja, als ob man einfach nur durch die Games durchrusht und sich gar nicht so wirklich dafür begeistern kann. Aber ich begeistere mich eigentlich immer für die Spiele, die ich dann zock. Und dann finde ich, ist das ein bisschen, kommt das ein bisschen zu kurz, wenn man da wirklich einfach so das Gefühl hat, dass das einfach nur so durchgerusht ist. Deshalb habe ich mir gedacht, machen wir einfach auch so ein paar Let's Play rein. Aber hier, jetzt sind wir hier schon wieder in so einem Bunker. Einfach mal reingehen, einfach mal ein bisschen durchschnuppern. Alter, was ist hier? Was ist hier? Don't know. Aber wir gehen einfach mal weiter. Also es sieht jetzt auch irgendwie nicht so aus, als ob wir... Guck mal hier, aber hier können wir doch was drehen. Sieht aus wie, als ob das eine... noch überall so Fässer. Als ob dann später vielleicht hier mal Gegner kommen und das quasi hier eine Quest ist. Also es kann sein, dass wir hier in den Bunker vielleicht später nochmal müssen. Ich habe so das Gefühl, jetzt ist das gerade noch nicht so. Weil wir können an diesen Punkten, an diesen Hebeln hier vorne, da können wir noch gar nichts machen. Ja, ich kann jetzt hier noch nichts einstellen. Ja, das wird bestimmt so sein... Da müssen wir dann später nochmal hin. Ja, cool. Ja, dann wissen wir ja schon, was uns da im Endeffekt erwarten wird, dass es ein paar Räume gibt, die wir dann durchgehen müssen. Der Tag schreitet voran. Ja. Der Erzählfred. Oh, Wegpunkt.
Eine City. Eine City. Mal sehen. Der echt so da dran strullt. Oh, hier haben wir wieder einen. Hey! Hey! Niemand. Streicheln und behalten. Wie gesagt, denen tun wir nichts. Wir sind ja hier wirklich auf der Mission, Gutes zu tun. Ey, wo ist die Zniege? Zniege! Mac Tyler. Okay. Oh Gott. Fliege. Noch eine Kaufaria. Von diesen Orten konnten sie damals nicht genug haben. Ich weiß halt nicht, der hier, der mit der Teddy-Maske. Der hat doch bestimmt was gegen uns. Oh, und die hier oben auch, die Fliegertypen. Stufe 14. Ja, aber nur so kriegen wir natürlich auch Schuhe hin, wenn wir da. Da brennt die Luft. Da brennt die Luft aber hier. Aber wie? Hallo. Wir kümmern uns erstmal um die Dudes, die hier. Wow! Die hier nebendran stehen. Beziehungsweise die hier rumfliegen. Damit wir uns gleich ordentlich auf den Big Boy hier zu konzentrieren können. Der tatsächlich was von uns will. Ah, guck mal, den kriegen wir. Ich dachte erst, der ist vielleicht gepanzert. Nicht genug Key-Energie. Ja, schlimm. Hat ja was gebracht. Gorilla Miniboss. Burn. Jawohl. Schwammblubber. Ungewöhnlich. Mal hier in die Kaufe. Weiche nicht zurück. Dies ist dein Moment. Du musst dich konzentrieren. Trenner. Oh, hier scheint was Gutes dann zu sein. Kleidungsstück. Ausgestellter Langfaltenrock. Jawohl, können wir ausrüsten. Jetzt laufen wir zwar mit einem Rock darum. Sieht wertvoll aus. Aber ist ja nicht schlimm. Bringt uns auf jeden Fall was in der Rüstung. So, Bioblockbehälter, überragende Beute. Ist hier noch was drin? Überragendes? Oh ja. Abgenutzte Tunika mit Armschiene. Cool. Können wir ausrüsten? Bringt uns aber weniger Rüstung, aber nur 4. Aber dafür Energie, Key-Energie und Energieregeneration. Die Key-Energie brauchen wir halt für die Special Moves. Und das finde ich schon ganz gut, wenn wir das haben. Könnten wir ausrüsten, wird bei Gesundheit ein bisschen. Nee. Nehmen wir mit, aber rüsten wir nicht aus. Wait, warte mal, ich glaube, ich habe die Dings nicht ausgerüstet. Ich glaube, ich habe die Dingsbums nicht ausgerüstet. Das vom Outfit. Herstellen. Gott. Also, das muss ich echt sagen, vom Inventar her. Muss ich echt nochmal ein bisschen schauen, wo Futterlehrer, Tagebuch, Stämme, Transportmittel. Das muss ja hier sein. Rumpf. Da.
So, und was wollten wir jetzt? Wir wollten nicht das, sondern das hier wollten wir anziehen. Sitzt perfekt. Genau. Es ist auch wertvoller, klar, weil es halt Ki-Energie und Energieregeneration gibt. Das bringt uns halt im Kampf den Vorteil, wir können ein paar Special Moves machen. Vielleicht eins, zwei mehr. Dann ist der die Ki nicht so schnell aufgebraucht und wir können die Gegner eher platt machen. Ist natürlich schon gut dann. Panda-Prank. Harte Kante. Eschenknopf. Okay, 6 von 14. Ah, und wir kriegen tatsächlich die nächste Kiste angezeigt. Jawohl. Also wir brauchen gar nicht hingehen und die Kisten im Prinzip einzeln suchen, sondern wir müssen es einfach nur auf der Map verfolgen. Okay. Eis auf Kohle, finde eine Bruchbude. Ja, nö, dann machen wir das. Erstaunlich, was heute alles so los ist. Ja, was ist dann los, hm? Kaufe Ria 7a, haben wir alles gekriegt. Na, das freut mich aber. Oh, was haben wir hier hinten? Guck mal, eine Ruine. Es wird ruhig. Ist die Ruhe vor dem Sturm. Von dieser Stadtschaft sind nur noch Ruinen übrig. Oh, und hier gibt's aber überragende Beute. Oh, hier die Fliegertypen sind schon Level 14. Alter, fliegende mitten Ratten! Es ist vielleicht besser, wenn wir erst die Fliegertypen platt machen. Weil die greifen ja auch ab und an noch hier unten diese, die an Land sind. Was heißt, die Typen hier unten an. Genau, da sehen wir es nämlich. Und ansonsten, wenn wir alle unten platt machen, dann greifen uns nämlich direkt alle von oben an aus der Luft. Und da sind wir natürlich ein bisschen im Nachteil. Hat er uns geschlagen? Das glaube ich doch nicht. Bam! Das war der letzte. Mal gucken. Pistole, legendär. Können wir noch nicht nehmen? Reicht unser Level noch nicht dafür. Nehmen wir aber natürlich mit. Modulschaft nehmen wir auch mit. Das wird richtig nice hier, wenn wir den ganzen Kram dann irgendwann mal benutzen können. Antimateria, legendär. Wow, das macht richtig Schaden. Spalten, das Projektil durchdringt das Ziel, verursacht Schaden beim Eintreffen und veranlassen und fliegt bis zu seiner maximalen Reichweite weiter. Super. Gleich ist es Nacht. Nacht schmacht. Wow, Tarnweste. Ja, das bringt aber nicht wirklich was. Also wir nehmen es natürlich mit, aber das bringt nichts. Moor, Schulterpolster. Können wir zwar nicht anziehen. Und Gesundheitspflaster. Okay, es muss aber noch etwas hier geben. Haben noch nicht alles. Oh. Hey. Hey. Reichen. Reicheln und behalten. Ist hier noch was? Wo liegt noch was? Hier muss es noch was geben. Wir haben noch nicht alles bekommen. Brennt da was? Hier liegt noch was. Hey, nur ein Pflaster? Abpflaster? Abpflaster fürs Laster? Hm. Shitty.
natürlich nicht, wo jetzt hier der letzte Kran. Hier nochmal gucken. Das lag ja alles so eng beisammen. Hätte ja bald Sinn gemacht, wenn das andere da auch noch jetzt liegen würde, hier irgendwie in der Ecke. Aber vielleicht machen sie es an der Stelle nicht so einfach. Das kann ja überall liegen. Wir gehen nochmal kurz ein bisschen weiter weg, sodass wir vielleicht nochmal neu angezeigt bekommen, wenn wir einmal hier in der Stadt sind. Wenn du müde bist, solltest du vielleicht einen Ruheplatz suchen. 3 von 4, also hier muss noch irgendwo was sein. Oh, nicht runterfallen. Bebop, bebop. Weißt du, unser Grillenmeister hier, den wir da dabei haben, unser kleiner Robi, der könnte doch mal irgendwie so ein Sonar haben, wo wir das dann irgendwie abchecken können, wo was ist. Aber das geht irgendwie nicht. Oder hier, steht er dann vielleicht an irgendwas? Nee. Schade. Schade, schade. Ja, hier war die Tasche. Die haben wir. Oder dass er irgendwie so in der Nähe einfach piepsen würde dann. So, dass es uns so ein bisschen signalisiert. Hier, pass mal auf. Da könnte was Interessantes für dich sein. Schau mal ein bisschen in der und der Ecke. Vielleicht macht er das auch und wir haben es noch nicht gecheckt, aber... sieht es nicht so aus. Nee, schade. Schade, ich wüsste jetzt nicht, wo und wie. Komm jetzt nicht dahin. Hier oben irgendwie. Kann natürlich auch immer sein. Hier kommst du rein, dann hast du da hinten die Dinger gehabt. Aber noch die eine Kiste. Okay, also ich glaube, das bringt aber jetzt an der Stelle nichts. Wir gehen dann einfach weiter. Und schauen halt einfach, wo ist dann den nächsten... das nächste Mac-Bauteil gibt. Schade, ich hätte das hier wirklich gern abgegrast. Vor allem hätte ich auch gern gewusst, was natürlich in der letzten Kiste dann ist. Aber das bringt nichts. Ich denke, ist jetzt auch nicht so wichtig. Dann gehen wir halt weiter. Aber hat sich ja auf jeden Fall gelohnt, dass wir da nochmal geschaut haben, was da hinten in der Ecke so gibt. Hier waren wir vorhin. Genau. Genau, da müssen wir da durch. Da gibt es so eine Höhle, glaube ich. Sah das zumindest vorhin auf der Map aus. Ja, ein Tunnel. Wann bricht endlich der Tag an? Wahrscheinlich gleich, wenn du das schon so sagst. Ist nix. Oh. Ist eine City. City. My City. Auch wieder so ein Ballon. Waren wir doch, oder? Hier waren wir doch schon mal. Ne, hier waren wir noch nicht. Also zumindest haben wir da noch nicht mal rangepinkelt. Sehen. Aber gut, wir wissen, hier in der Stadtschaft, da muss noch irgendwie was sein. Hier haben wir einen
Schnellreisepunkt zur Not. Okay. Ja, passt ja. Der Wingo-Außenposten. Ein legendärer Ort des Ankati-Stamms. Hm? Wingo-Schmingo? Oh. Oh, warte mal. Wir müssen den Mac rufen, oder? Ausgewählter kann hier nicht herbeigerufen werden. Nein, hier nicht, aber da unten, oder? Boah! Alter Schwede. Hat der mal eine hier geile Landung hingelegt. Boom. Ist der noch nicht platt? Jetzt. Jawohl, immer schön EP sammeln. Hier Öl saufen. Auch wichtig. Müssen wir da rein. Oh. Hey. Hey! Wait! Wo bleib ich denn hängen? Die mit ihrer Bio-Scheiße, die da spucken. Jawoll, Stufe 11. Oh, uns wird wieder Tag. Cool. Freu dich ruhig über das zunehmende Licht. Ja, haben wir. Zeit, auf eigenen Beinen zu stehen. Mal sehen. Hier, mir da ranstrullt, ey. Komm ich nicht klar drauf. 62. Das hier unter uns? Oha, was seid ihr denn für Viecher? Quetschkneck. Die Quetschkneck. Das könnte auch was anderes sein, die Quetschkneck. Aber ich glaube, wir müssen da unten in den Tunnel. Und los geht's. Ich glaube, wir müssen hier hin. Kann das sein? Und dann hier links irgendwie rein? Okay. Komm, wie kommen wir denn da hin? Mal auf der Karte gucken. Mich raten, das ist hinter diesem. Das ist hinter dem Wall. Kommen wir da vielleicht links nochmal rum? Alter, was ein Loch. Das ist ein tiefes Loch. Fallen wir besser mal nicht runter. Oh. Jo. Der Mufflamock. Hey, McMuffin. Pam, 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 pam. Keine Chance. Keine Schnitte. Jawohl. Wohin soll die Reise mit dem Metallschreiter gehen? Ja, am besten dahin, wo wir... Hörst du das? Es ist jetzt What? So still. Ja, was? Wir sind doch nur aus unserem Mac ausgestiegen. Oh shit. Das war natürlich nix. Aber ich habe schon befürchtet, dass es irgendwann passiert, weil wenn du nämlich aus dem Mac aussteigst, dann dreht er sich einmal um und dann steigst du jedes Mal nach hinten irgendwie Kann aus. Kann man hier überhaupt Feuer machen? Feuer? Warum willst du hier Feuer machen? Warte mal, jetzt müssen wir erstmal gucken.
Ja, wir müssen da hinten wieder lang, ne? Hier. Ne, Quatsch. Oh. Passt. Weißt du gar nicht, warum jedes Mal die Animation an der Stelle kommt? Eigentlich ist die ja gar nicht wichtig. Aber zum Glück sind wir jetzt nicht weit weg von dem Part gestorben, wo wir gerade eben waren. Und jetzt hier wieder McMuffin. McMuffin. Der hat so eine krasse Rollattacke, ne? Das ist ja ziemlich schnell. Okay, jetzt ist er aber gerade... voll auf die 12. Das meine ich, genau. Boom, boom. Gerade eben war er ziemlich dumm. Der einfach da in der Ecke gekniet. Okay, mal gucken, ob wir jetzt hier irgendwie mehr Glück haben. Wir stellen uns mal so. Lass das Ding hinter dir. Ja. Wait, warte mal. Wir können hier nirgendwo durch. Mann. Okay. Dann bringt's nichts. Steig ein! Ein irrer Stampfer. Hm. Nee, also dann müssen wir wirklich da hoch. Na gut, aber wir haben es rausgefunden, auch wenn wir dafür einmal sterben mussten. Bam! Fly away! Ja, da unten gucke ich... Upsala, da unten gucke ich jetzt nicht nochmal. Ein Mekton kann nicht überall hin. Oh nein, das kann er nicht. Er braucht Öl. Hm. Echt strange. Irgendwo müssen wir ja... Ah, ein strahlender Tag zum Umherwandern. Ist doch ein Bunker ein... Eine kleine nette Höhle. Schönbau genannt. Schönbau? Hä? Wait. Okay. Das war ein bisschen komisch. War? Nicht so schnell, nicht so schnell. Really. Really Grillmeister. Guck mal, hier ist nämlich noch... Snackautomat. Und da ist ein Hut drin. Ein Hart drauf Kappe. Ja, hier unten ist es 100 Pro. Also wir kommen jetzt so weit nach unten. Hier muss die Kiste sein. Oh, neue Hose. Bringt uns mehr Key-Energie. Hat aber den Nachteil, dass wir an Rüstung verlieren. Das möchte ich jetzt erstmal nicht. Wäre vielleicht ganz cool, wenn wir das dann einfach irgendwo verkaufen. Kiesler. Schaden. 380 bis 461. Ich weiß gar nicht mehr, wo das Schwert lag. Oh, hier scheint was Besonderes drin zu sein. Oh, eine Cappy. Die haben wir aber schon. Das solltest du behalten. Ohne Hut haben wir schon. Okay. Ja. Son. Ja, alles können wir alles gebrauchen. Werden wir einfach später mal gucken, dass wir da ordentlich was zusammen basteln. Yeah. Das ist die Kiste. Perfekt. Perfekt, perfekt. Okay. Wir haben die Kiste, aber hier muss es noch irgendwie besonderen Stuff geben. Ah, da. Wow, wow, wow. Fallstachel, selten annehmbar. Nice. Die besten Waffen bestehen aus den besten Teilen. Hier ist auch noch was Tolles drin. Jawohl, haben wir alles.
Ein Mythmutz. Ordentlich Rüstung. Eine Waffe aus guter Herstellung. Viererhut. Könnten wir ausrüsten, bringt mir auch nichts. Bereich abgeschlossen. Ja, wir kriegen echt schon coolen Kram hier. Ah. Was ist das für eine Höhle hier? Das habe ich mir gedacht. Wow. Wow. Aber den... Wow, aber den will ich auf jeden Fall snacken. Du fühlst dich ausgepumpt. Das gibt eine Narbe. Wow. Bobo Schmobo hier. Ja. Bam. Perfekt. Delicati. Hm? Gesundheitsregeneration 250. Ja, nice. Gut, dass wir den platt gemacht haben. Der kann hier kein Unheil mehr anstellen. Nee, aber so haben wir einfach ein paar Erfahrungspunkte noch bekommen. Das ist ja immer gut. Wo es hier lang geht. Will jetzt nicht denselben Weg gehen, wie wir kamen. Jetzt bestimmt noch ein bisschen was zu sehen. Hier wirkt alles verkümmert. Ja, dann oben mit dem Mac, oder? So reißt es sich bequem. Okay, jetzt müssen wir aber gucken, wo wir hier rausgekommen sind. Cool. Cool. Da gibt's das nächste Mech-Teil. Eis auf Kohle. Finde eine Bruchbude. Was ist das für eine Quest? Das müsste eine Nebenquest sein. Ich möchte aber eigentlich jetzt nicht weiter irgendwelche Nebenquests machen, außer... Der Charakter. Warte, wo haben wir denn die Questübersicht? War das hier? Irgendwo hatten wir eine Questübersicht. Stellung Inventar. Jetzt hört die Musik auch auf einmal so auf. Diese komische Ding, das komische Teil hier. Nee, keine Ahnung. Also irgendwo war ich der Meinung, hätten wir eine Questübersicht gehabt. Aber ich sehe die jetzt hier nicht. Ach doch, warte mal, hier unten. Verfolgte Quest. Ah, okay. Also wir können das nur einfach so machen. Das wäre eine Quest. Gegnerischer Stamm. Aber da gab es doch, meine ich, eine Übersicht, was sind Hauptquests und was sind Nebenquests. Ich glaube nämlich, das sind Nebenquests. Die blauen. Hm. Okay, aufgeschissen. Wir holen uns das nächste Mech-Teil. Guck mal, wo wir da jetzt hin müssen. Ich wollte sagen, wir kriegen da hier auf einmal... dramatische Musik und unsere Lebensenergie wurde uns angezeigt. War eindeutig ein Zeichen dafür, dass hier Gegner in der Nähe sein müssen. Ich will halt einfach nur Gegner platt machen, damit wir auf jeden Fall hier leveln, leveln, leveln. Bleib mit diesen Stampfern auf der rechten Bahn. Mhm. Oh, okay, können wir einfach durchbrechen. Gucken. Ups. Nein. Bleib doch auf der Map. Hier hoch, oder? Was? Mokton Rockstation. Punkt platzieren. Was ist denn die Mokton Rockstation?
Das will ich jetzt kurz gucken. Ey, wir haben kein Öl im Tank, oder? Das links ist doch unser Tank. Fuck. Nicht, dass wir jetzt gleich hier empty sind. Einfach alles platt machen. Ey, scheiße, hier ist nix. Oh man! Wir sind hier unten. Gott. Okay. Gut, dann hoffen wir einfach mal, dass uns der Sprit jetzt nicht ausgeht. Wäre schon richtig Shit jetzt an der Stelle. Ich bin mal gute Dinge. Wird schon passen. So, einmal gucken. Da sind wir. Wir können doch bestimmt hier irgendwie außen rum, oder? I hope so. Oh. Hallo? Was denn los? Macht mal keine Faxen hier. Oh, der ist der McMuff hier, der ist ein bisschen dicker als die anderen, oder? Was kommt mir das denn so vor? Ja. Yeah. Hier war noch so ein. Dein Gehirn braucht mehr Luftzeit. Was? Mehr Luftzeit? Streicheln. Einsteigen. Okay. Nee, also hier können wir schon mal nicht rum. Wait, können wir hier rein? Kralleisen. Dein Kralleisen ist zu schwach, um diese Tür aufzubrechen. Du musst bei Kiesel verbessern. Okay. Aber cool ist zu wissen. Ist nicht gerade subtil. Öl. Können wir nichts hier schlucken? Wir brauchen was für unseren Tank. Yeah. Wieder aufgefüllt. Die geben keine EP, aber die können sich an uns kletten. Teile. Ist auch nichts. Gebt jetzt nur nicht auf. Nee, auf keinen Fall. Ah, wir können das einfach kaputt machen. Fuck. Wir können das einfach platt schießen. Wait, die waren alle ein wenig zu übermütig. Bei den anderen auch schon gekonnt? Krass. Wow. Naja. Hier hätten wir bestimmt auch einfach nur durchgekonnt. Krass. Ich liebe den Geruch von brennendem Schwarzsaft. Na dann gehen wir da noch mal gucken. Gehen wir noch mal looky machen. Will natürlich wissen, was da ist. Jo, Treibsand, scheiße. Das ist nicht so cool, wenn du ins Öl kommst. Oh, hier ist noch einer von den. Ich weiß gar nicht, also ich glaube, wir müssen die gar nicht alle einsammeln hier. Ich glaube, die sind einfach nur, damit du zwischendrin, wenn du mal irgendwie, keine Ahnung, dich fürs Dunkle entschieden hast,
dass du die Möglichkeit hast, wieder zum Hell zu kommen. Aber jetzt laufen wir hier nochmal lang. Jetzt bin ich echt gespannt, ob wir das jetzt hier hinten zerballern können. Wenn es jetzt nicht geht, dann suche ich auch nicht mehr den Eingang hier zu dem. Es geht. Boah, einfach alles zermalmen hier. Krass. Krass, krass. Okay. Haben wir unseren Wegpunkt? Das ist das rote Teil. Hey, hier muss irgendwie was sein. Mal sehen. Okay, also es war einfach nur ein Wegpunkt. Und hier muss irgendwie das nächste Teil sein. Wie kommen wir da hin? Was für ein strahlend heller Tag. Ach, wie schön. Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da runter? Warte mal, hier ist ein Eingang. Ne, hier ist ein Durchgang. Schönbrau. Ist einfach ein Durchgang. Wir müssen irgendwie wieder runterkommen. Verstehe ich das richtig? Ja, da ist doch was. Mal sehen. Okay, dann. Hör mal, hier waren wir auch schon. Das ist. Ah, ich bin schon wieder lost. Wir gehen mal hier rein. Schauen, was es hier gibt. Beziehungsweise, oh, hier haben wir Bio. Da haben wir keine Resistenz. Oder zumindest nicht ausreichend. Bedeutet also, da haben wir erstmal schlechte Karten. Da kommen wir gar nicht hin. Also zumindest nicht da rein. Also muss das doch irgendwie so sein für die Wrackkiste von unserem Mekton. Müsste es auf jeden Fall einen anderen Eingang noch geben, oder? Da sehe ich das verkehrt. Hi! Hallo! Oh, Banditen! Hey, Banditen! Einmal durch die Luft. Alter. Alter, der explodiert. Die Hälfte deiner Gesundheit ist futsch. Ja, ich merk's. Alles muss einmal enden. Wow. Wir wechseln immer wieder zwischen den Gegnern. Ja, passt. Perfekt. Marscht. Haben die was liegen lassen? Alter, wie liegt er denn da? Allein für den Nachthimmel lohnt es sich, nach draußen zu gehen. Aber sowas von. Wie ruhig dieser Ort ist. Hier kann... Ja, bis Taganbruch ausruhen. Da sehen wir auch mehr, wenn es hell ist. Das ist natürlich um einiges besser. Ich will auf jeden Fall jetzt noch hier die Kiste haben. Wäre schon ganz cool, wenn wir die noch kriegen. In der heutigen Folge. Wo ist der Eingang? Hier ist doch irgendwie ein Eingang. Jo! Wow. Alter Schwede. Wir machen das anders. Wir rufen den Mac. Sackhaaresbreite, fast wären wir von unserem eigenen Mac platt gemacht worden. Nein! Battery! Alter! Komm mal!
hast schon bessere Tage gesehen. Aber holla. Erstmal wieder hier die Dinger, diese Selbstschussanlagen platt machen. Ist sie platt? Ist platt. Oh, jetzt kriegen wir den auch. Perfekt. Yeah, und dann holen wir uns jetzt die Kiste. Noch das Zeug mitnehmen. Gistli Zösi. Dieses Teil besitzt übrigens auch Bremsen. Okay. Radioaktives Modul. Gar nicht so schlecht. Okay. Einmal die Kiste. Plus 6% Beutechance. So, jetzt müsste es aber hier noch irgendwie was geben. Das Ding ist nur, wir sehen relativ wenig. Wir steigen in den Mech rein, den wir echt ganz schön ramponiert haben in dem Fight jetzt hier. Das Ding ist, ich sehe halt schlecht ohne das Licht vom Mech. Fehlt ja der Motor. Ja, ich guck mal gerade, vielleicht gibt's hier noch die Kiste irgendwie. Da muss es ja irgendwie noch was Seltenes geben. Wenn ich... hier, was haben wir hier? Da, überragende Beute. Was? Das kriegen wir. Aber gewöhnlich, okay. Ja, aber wir haben es komplett abgefarmt. Ist ja auch okay. Passt ja. Der in den Mech. Alle werden dich kommen hören. Ich hoffe, der repariert sich ein bisschen. Okay, dann haben wir hier hinten noch was. Ja, wir bahnen uns so nach und nach den Weg. Oh, was haben wir hier? Skulldrücker. Ach, okay, das ist diese Geschichte, wo wir vorhin mehr Vitalität bekommen haben. Ja, dann passt das ja. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach in der nächsten Folge hier weiter auf die Spur von den Mekton-Wrackkisten und pimpen uns da ein bisschen. Und nach kommen wir dann hier auch hinten dann einmal beim Jumbo-Knäusel an. Ich denke, bis wir bei dem angekommen sind, haben wir auf jeden Fall den Mekton einmal komplett aufgerüstet. Ja, nice. Also wir haben schon ordentlich was hier auch von der Map jetzt freigeschaltet. Wir sind dann bald beim ersten Boss. Da bin ich echt mal gespannt. Wir müssen natürlich hier irgendwie auch noch so die Clans besiegen. Aber ja, wir sind auf jeden Fall auf einer guten Reise hier. Und ich freue mich auch schon auf die nächste Folge. Guck mal, hier sehen wir schon, wie er die Wurzel da anbeißt. Beziehungsweise, ja, das sind ja so Wurzelranken. Ja, in der nächsten Folge sehen wir dann mehr davon und ich hoffe mal, vielleicht kriegen wir es sogar hin, dass wir die letzten 6 Wrackteile bis dahin so gesammelt haben, also in der nächsten Folge, dass wir auf jeden Fall nochmal hier hinten beim Gizmo und dem Boss ankommen. In diesem Sinne, hat mich mega gefreut, dass du auch diesmal wieder mit dabei warst. Wenn die Folge gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da, wäre ein mega Support an der Stelle von dir für mich, so rum. Und sei auch gerne wieder mit dabei in der nächsten Folge hier zur Let's Play-Reihe von Biomutant. In diesem Sinne, hau rein, mach's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal.